Mit Dirndl und Lederhose ist es so wie mit vielen Hypes in der Mode. Plötzlich trachtet die Jugend nach jenen Klamotten, die sie zuvor noch als verstaubt und bieder empfand. Und nun feiert sie die einstige Ausgehuniform der Altvorderen als neuen Look. Doch für Trachtenvereine ist der Folklore-Dress viel mehr. Ein Teil ihrer Geschichte, Kultur und Tradition. Rudolf Heinz berichtet aus einem kleinen Ort in Bayern, der sich seit 3 Tagen als Mittelpunkt des deutschen Trachtentums sieht. Heute Morgen im kleinen Bayerischen Bruck. Auf den ersten Blick scheint hier alles ruhig zu sein. Doch in den Häusern herrscht Betriebsamkeit. Heute will hier jeder gut aussehen beim großen Festzug des deutschen Trachtenfestes. Mit dabei auch der 15-jährige Fabian aus Regensburg. Gemeinsam mit 50 anderen in seinem Verein hat er hier in diesem Saal übernachtet. Jetzt geht's ans Anziehen und hier ist jeder auf sich alleine gestellt. Meistens sind es immer die Mädels, die um die sich kümmern werden müssen mit den Frisuren und alles. Wenn ich jetzt meinen Hut aufsetze, dann sieht man von den Haaren eh nichts mehr. Also das ist dann am Ende auch wurscht. So, jetzt bin ich fertig. 38 Grad und dann noch in engen Dirndln und dicken Lederhosen durch die Gegend marschieren? Warum macht man das? Für echte Trachtler ist diese Kleidung kein Kostüm, sondern fester Bestandteil ihres Lebens. Früher war die Tracht Arbeitskleidung auf dem Land, heute ist sie etwas zum Vorzeigen, für besondere Anlässe. Auch wenn für Außenstehende vieles gleich aussieht, gibt es regionale Unterschiede, die zeigen, woher man kommt. Abwertend, wenn man jetzt zu jemandem sagt, ah, der hat eine Tracht, oh. Das finde ich nicht toll. Aber es ist so, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die Tracht tragen und die das auch mit Freude tragen. Fabians Mutter Martina freut sich, dass er Lust hat, Tracht zu tragen. Es ist ja eine schwierige Zeit, jetzt gerade speziell in der Pubertät, aber ich glaube, wir haben es gepackt. Er war in der Schule schon einmal so, also ich glaube, er hat es gepackt und wir sind stolz drauf, dass es tragt und dass er die Tradition weiterbringt. Die Trachtenliebe ist kein bayerisches Phänomen, sie ist international. Trachtenvereine aus Österreich, Tschechien und sogar aus den USA sind extra ins kleine Bruck gekommen, denn egal wo man lebt, die Tracht reist mit. Zurück zu Fabian. Der Festumzug ist gestartet. Er schwitzt zwar mit seiner Weste, doch abnehmen kommt für ihn nicht in Frage. Ein schönes Gefühl, den Leid, die da stehen und uns bewundern, zu zeigen, was dazugehört zum bayerischen Brauchtum. Und ja, das macht einfach Spaß, da jetzt mitzugehen. In 2 Jahren findet das nächste deutsche Trachtenfest statt. Fabian will dann auch wieder dabei sein.